Na komm, dann leck mich doch im Arsch, Spiel. Juhu! Requesting Character, Setup complete. Player soweit. Komm schon, Baby. Ich bin in Otmel. Ich bin groß. Ich bin groß. Boah, ich freue mich richtig auf Command Conquer Generals 2. Ich so gar nicht. Trotz Free-to-Play. Das heißt nicht, dass es schlecht sein muss. LOL hat es bewiesen. Das ist wahr. Wobei ich trotzdem mir irgendwie wohler wäre, wenn ich einfach 50 Augen auf den Tisch lege und dann sagt, ey, alles klar. Ja, wobei mittlerweile wäre mir da gar nicht mehr wohl bei. Letzten CNCs waren ja alle für ein Popo. Ja, letzte Woche halt Command Conquer Zero Hour, oder? Ja, ja, das war. Ah, damals, lang ist her. Da hatte man es nicht so schwer. Onkel Brammen. Oh ja. Onkel Brammen, das finde ich gut, sollen wir einführen. Ja, finde ich ein bisschen creepy. Ich mache einen Schritt links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Jetzt guck ich nach links, jetzt guck ich nach rechts, jetzt guck ich nach links. Hast du dich eigentlich umgebracht in Otmel? Nein, hab ich vergessen. Wirst du dich denn umbringen lassen oder läufst du jetzt nach Elektro? Nee, ich lauf grad zu Zombies. Achso. Zombies. Weißt du, ich lauf grad dahin, da vorne hin, jetzt immer geradeaus, 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 geradeaus. Jetzt guck ich nach links, jetzt guck ich nach rechts, jetzt guck ich nach links. Jetzt lauf ich wieder. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Jetzt guck ich nach links und jetzt guck ich wieder nach rechts. Geradeaus laufen mache ich gerade auch. Ja, da musst du kommentieren. Wie läufst du denn? Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Wie bist du schneller? Ich bin links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ah, da sind Zombies. Oh, guck mal, der eine erhebt jetzt die Hand. Oh, der rechte, der schleppt jetzt zweimal. Die anderen laufen an mir vorbei. Oh, jetzt stehe ich da immer noch an der gleichen Stelle. Jetzt haut der andere auch wieder auf mich zu. Der dritte Zombie fängt jetzt an zu schlagen. Aber einer bückt sich. Oh, ein vierter Zombie kam auch noch hin dazu. Ich mag Kommentator nicht. Nein, also nicht Kommentator. Ist zu kommentaten. Wie so beim Fußball. Ja. Beschreibe dir mit Worten das, was du schon siehst. Genau. Könnt ihr alle sehen, ihr kleinen Lutscher. Was ist denn da vorne? Linden-TV. Das wäre nochmal eine coole Erfindung. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie groß die Zielgruppe ist. Ich glaube nicht allzu groß. Ach, Blinde haben doch Hörspiele. Das muss mal reichen. Weiß nicht. Wenn du blind und taub bist, dann hast du echt ein Problem. Ganz extra, wenn du blind und taub bist. Ja, wobei, stimmt, da hast du echt ein Problem. Ich hatte heute mit Christian eine interessante Diskussion darüber, wie krass es wäre, wenn heutzutage noch seine Hände verlieren würde. Also, wenn du überlegst, früher war es vielleicht wahrscheinlich wichtiger, seine Füße zu behalten, aber heute kannst du ohne Hände die meisten Jobs gar nicht mehr machen. Ja, weil die meisten Jobs am Rechner sind. Genau. Ne, meine Hände möchte ich echt nicht verlieren. Außer wenn endlich mal was erfunden ist, dass ich irgendwas mit Gedanken steuern kann und da tatsächlich gut funktioniert. Ich hätte lieber so eine Alternative, dass ich so statt zwei Hände einfach so vier komplette Arme krieg. Ohne Hände dran. Ja, jetzt soll ich mit vier Armen ohne Hände, Peter. Ja, deswegen frage ich nach. Du willst also zwei Hände gegen vier Arme tauschen. Genau, ich tausche auch meine zwei Arme gegen vier Arme. Das ist, cool, das ist ein guter Deal, ja. Ich krieg dir 2 Euro, du gibst mir 4, okay? Ja, dafür habe ich auch nicht meine echten, sondern mechanische Dinger. Also ich gebe ja auch wirklich was von mir dafür. Ah, okay. Aber ich meine, wie geil wäre das bitte? Du könntest tippen, mit der Maus was machen und könnt mir gleichzeitig einen wählen. Der Traum! Das ist der Traum, der mir gerade beschrieben wurde. Genau, du könntest so einfach Spaß im Leben haben. Was ist das denn für ein Headshot? Die sieht ja komisch aus. Oder du könntest dein Schnitzel schreiben, schneiden. Du könntest dein Schnitzel schreiben. Wenn du links die Gabel hältst, rechts das Messer. Gleichzeitig könntest du dir mit der dritten Hand den Mund abtupfen und mit der vierten Hand Ketchup oder Mayo nachfüllen auf deinen Teller. Ist das ist der Traum. Du könntest 4 kurz hintereinander strecken, und zwar ganz schnell. Aber richtig schnell. Du könntest 2 Flaschen Bier gleichzeitig aufmachen. Es wäre großartig. Was könnte man noch Cooles machen? Man könnte so mit 2 Händen gleichzeitig im Kopf kratzen, wäre trotzdem nicht beeinträchtigt, irgendwas zu tun. Kratzen wir gerne am Kopf. Meine Läuse mögen. Ich komme da nicht an Gier dran. Ach, ihr seid doch alle behindert. Behindert? Komm, lade.
Jetzt blutet der Peter. Der Peter blutet. Blutet. Warte, ich muss spielen. Ich habe nur einen Energy Drink gefunden, der ziemlich lecker schmeckt, muss ich sagen. Und zwar ist der Black Cat. Kann ich dir nur empfehlen. Hast du da vorne drauf so eine schwarze Katze? Wie bist du da jetzt aufgekommen? Ich weiß auch nicht, manchmal überkommt mich einfach mein Genie. Ja. Ich glaube, das ist ein Panther, wenn ich ehrlich bin. Alter, wie viele Zombies ich hier gerade umringe. Ich hab Spaß. Jetzt lass auch wenigstens was Gutes fallen. Bohnen. Bohnen sind gut. Weißt du, wenn man so irgendwie ganz weit außen ist und nichts Vernünftiges findet, dann lohnt es sich, glaube ich, manchmal einfach Zombies zu killen, weil die könnten wenigstens ein bisschen was dabei haben. So, wir sind hier noch ein paar. Ich bin gerade im Flow. Aber geil. Hier, eine Dose entspricht 143% des täglichen Tagesbedarfs von Vitamin B6. Wie viel? 143%. Verdammt, ich habe davon schon eine ganze Dose getrunken. Was ist denn Vitamin B6? Ich habe noch ungefähr nach 30 Minuten Zeit, bis er völlig geladen hat. Hätte ich mal ganz kurz nachgucken, was Vitamin B6 ist. Alter, jetzt lass mich doch an Gier. Pyridoxin. Ah, das ist alles, was ich wissen wollte. Da wart. Ja, das war natürlich alles Crap. Kann ich in das Haus da nicht noch? Eine Überdosierung von Vitamin B6 ist nicht möglich. Man bräuchte mehr als 500 Milligramm. Diese Dosis kann durch natürliche Zufuhr nicht erreicht werden. Man kann nicht genug essen. Interessant. Sondern halt nur, wenn man es dann wirklich konzentriert irgendwie zu sich nehmen würde. Hast du denn so einem Ding nicht konzentriert? Weiß es nicht. Also ich meine, wie viel ist hier drin? 2 Milligramm. Ich müsste 250 Dosen trinken. Ach du Scheiße. Ja, ne, das lassen wir mal schön sein. Oh mein Gott! 250 Dosen ist schon einiges. Okay, jetzt haben wir gerade erschrocken. Jetzt haben die, da hab ich dich genatzt, ja? Jetzt bist du tot. Oh, armes Zombielein. Du wirst jetzt auch sterben. Zack, lol. Ich hasse das, wenn Zombies sich die letzten 20 cm teleportieren. Worten. Ja. Das sagt richtig derbe. Sag mal, loot-technisch ist unser Server heute echt knauserig. Jo, das ist echt ein Motherfucker-Server. Gerade schon. Der Party hat damit was zu tun. Ich glaube das auch. Ich habe übrigens 2 Headshots gerade dabei. Cool, machst du dann auf Rumble? Ja, habe ich die eine mal gesehen. Quasi. Du bist quasi wie so ein Boxer. Hitchco. Hitchcock? Hitchcock, ey. Voll der perverse Name. Ich bin gerade von einem bekannten Let's Player. Vor in einem unbekannten Land. Zum Stream eingeladen worden. What the fuck? Was für ein Stream denn? Weiß ich auch noch nicht so genau. Let's Player oder Commentator? Das ist echt, ich finde der Unterschied ist nicht so mega krass. Ja, aber dann wüsste ich jetzt wenigstens einigermaßen, wie ja. Achso, ach, du weißt es doch gar nicht. Es könnten mehrere Leute sein. Also ich bin ziemlich sicher, unsere Zuschauer kennen egal an wen du gedacht hast. So im ersten Augenblick. Jetzt denkst du bestimmt mal vor die crazy people. Die nicht. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Kannst du mir nicht einfach sagen, Let's Player oder Commentator? Es war ein Commentator. Ja, okay, alles klar. Fuck, jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wo ich gespawnt bin. Komm, Anchor! Oh, das ist ein schöner Spawn. Ja, mega geil, ey. Der sie, du stinkst so richtig derbe nach abgeranzter Butter, aber da geht gar nicht klar. Wie riecht denn abgeranzte Butter eigentlich? Lass mal Butter. Mach was mit der Butter mal, was du mit deinem Gemüse gemacht hast. Weil Butter dauert das was länger. Ja, nee, dann ist meine Butter immer schon weg. Ja, weil die esse ich immer so am Stück, weißt du, wenn ich abends Hunger habe, dann stehe ich auf und dann erstmal eine Hälfte Butter wegsnacken und dann ist gut. Das ist schon mit dem Löffel vom Fernseher, aber. Ja, auf jeden Fall. Butterlöffel. Auch mal lecker. Aber nur gesalzen, ne? Ungesalzen finde ich so geil. Boah, Alter. Ich laufe durch eine Plantage und eine Plantage durch mich. Ne, Moment, das ergibt keinen Sinn.
Ich laufe. Verdammt. Mann. Das hat mich nicht gestört. Ich bin voll gerade abgelenkt, ey. Leg mir am Arsch. Wie fern denn? Achso, du schreibst ja gerade mit dieser ominösen Person. Nein, gar nicht. Das ist ja die Sache. Das Problem ist einfach, dass DayZ mich gerade überhaupt nicht unterhält, ich mir ständig Ablenkung suche. Weil das Einzige, was ich tue, ist laden, nicht an dem Ort spawnen, wo ich annähernd irgendwie cool was mit dir machen kann, um dann wieder zu sterben, um dann wieder zu laden. Oh, ich bin schon fast in Berenzino. Mit fast in Berenzino meine ich nicht ganz fast, aber nicht gar nicht so weit weg. Wieso blinkt mein Handy eigentlich so behindert? Ist ja gar nichts. Das ist echt eine coole Frage. Warum bringst du da hin nicht ohne SIM-Karte? Ja. Mail, Facebook. Warum ist eigentlich noch nicht im WhatsApp drin? Ja, das geht nur mit Telefonnummer. Ist das deine. Ist das hier 0800 26 26 39? Und ja, genau. Da bestimmt jemand an. Das heißt, jetzt muss ich erstmal nachgucken. Jetzt habe ich was gesagt. Irgendjemand wird gut Geld bekommen. 0800 Nummer. Was habe ich eigentlich gesagt? Ne, 0800 ist kostenlos. Ah, ja, stimmt. 39. Gehört die irgendjemandem? Keine Ahnung. Kannst du dir sie eigentlich vernünftig minimieren beim Laden? Wenn ich beim Laden minimiere, ja, dann passiert nicht allzu viel. Deswegen jedes Mal, wenn ich lade, dann sitze ich einfach nur vor dem vor dem Rechner und guck mir den Ladebalken an, ohne dass was passiert. Sehr frustrierend. Ah, Jackpot! Verreckt. Verreckst du mal, Zombie? Willst du mich eigentlich verarschen? Oh, und was zu trinken auch noch. Ja, ich bin ein glücklicher Mann. Ah, die Person macht tatsächlich gerade einen Livestream, wollte wissen, ob wir nicht Bock haben, mal reinzukommen. Aber wir müssen gerade aufnehmen. Ja, wir sind gerade hart am DayZ zocken. Er kann ja mit DayZ mitzocken und live von mir. Nee, Moment, das geht nicht. Geht echt nicht. Ich könnte echt zwischendurch ohne Probleme in eine Livestream auf die Beine stellen, wenn ich warte. Das könnte natürlich sein. Oh, was hat der denn? Ich kann vorher in China noch Kinder trainieren, die das für mich machen. Boah, leck mich doch am Arsch. Jetzt guck mal unter der Fuß, ey, scheiße. Ja, du Mimöschen, ey, jetzt geht aber los. Oh. Also, tut dir dein Fuß weh? Nicht, der tut mir nicht weh, der juckt. Ach, der juckt. Ich dachte, du hättest heute beim Rum, Sägen ein bisschen gesehen. Daneben, ja, genau. Weißt du, so auf Armhöhe, auf Fuß weg. Ja, wer weiß. Ich weiß leider gerade nicht so hundertprozentig, wo ich bin, aber ich glaube, das kriege ich hin. Was sich reimt und was sich reimt, ist immer gut. Pumuckl, ja. Du lieber... Nee, Moment. Du lieber Elefant. So Versprechen, du bist überall so. Ran. Einfach ran. Boah, ich habe schon wieder so ein Bedürfnis nach Bier. Ich muss es unter. Boah, das ist eine gute Idee. Ganz kurz AFK. Ich bin auch am Laden. Der darf Bier trinken, dann hole ich mir gleich auch eins. Was haben wir denn heute? Mittwoch? Na, das geht klar. Vorne ist wieder ein Farmgebäude. Wieso bin ich noch nicht in Berenzino? Ich bin total verwirrt. Ich dachte, ich müsste da schon längst sein, aber irgendwie lässt mich gerade meine Orientierung ein bisschen im Stich. Ich bin noch nicht so häufig in dem, ich war schon im Osten sein, im Norden gewesen, wie überall sonst eigentlich. So, Re. Aber Moment, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Mach mal den Peter. Ich laufe hier durch Zombiehorden und ich habe das Bedürfnis, mit meiner Bell zu schießen. Mach das. Nee. Fucking Zombies gehen mir ein bisschen auf die Eier gerade. Vor allem, weil hier schon wieder Loot ist. Boah. Ja, ich häng die erstmal ab. Ne, mit der Bell schießen gegen Zombies ist, glaube ich, keine gute Idee. Ja, die spawnen dann wahrscheinlich wieder unendlich und dann bin ich nur am Kämpfen und dann habe ich keine Munition mehr und dann weine ich. Alter, das ist so Bullshit. Prost. Ja, ich hab noch nix. Gleich. Aber dir schon mal einen guten Durst. Alter. Immer noch am Loaden, ey. Anscheinend hat er mir eine mitgegeben. Was ist das denn für ein Wichs-Zombie? Was haben wir denn hier? Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Lee Enfield Muni, so da. Bandage. Kann ich mitarbeiten, Freunde? Na, bin ich. Hey Zombie Boys, what up?